Herzlich willkommen, lieben Studierenden. Wir haben es geschafft. Wir sind am offiziellen Ende dieses Kurses angekommen. Abschließend noch ein paar Worte zur Präsentation. Wir haben schon gelernt, in welcher Form können wir wo wie wissenschaftliche Ergebnisse kommunizieren. Wir haben soeben gehört, wie können wir das jetzt auch irgendwie so machen, dass das irgendwie optisch was hermacht, dass man das sofort erkennt. Das heißt, wir haben das grafisch, das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, das zu schreiben und das in irgendeiner Form irgendwo schriftlich festzuhalten. Jetzt kommen Sie auch in die Verlegenheit, dass Sie Dinge verbal präsentieren müssen, wie zum Beispiel ich jetzt hier in diesem Video, oder Sie werden auf eine Fachkonferenz eingeladen. Deswegen ganz kurz überblicksmäßig, was sollten Sie dabei beachten? Als allererstes, wenn Sie einen Vortrag Ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse, Ihrer wissenschaftlichen Arbeit planen, schauen Sie sich Ihre Zielgruppe an. Orientieren Sie Ihren ganzen Auftrag, bauen Sie alles darauf auf, wer ist Ihre Zielgruppe, was wissen die schon, wo können Sie aufbauen, was sollten Sie noch erklären. Passen Sie auf, dass Sie sich sprachlich anpassen, dass Sie zum Beispiel merken, zum Beispiel in diesem Kurs habe ich mich sehr bemüht, Fachwörter zu vermeiden oder zu erklären, wenn sie doch passieren. Das sind so Dinge, die benutzen wir total selbstverständlich, weil wir das im Alltag tun, weil wir davon ausgehen, das ist jetzt für uns die normale Sprache, das wissen alle. Schauen Sie, kann Ihre Zielgruppe das auch? Schauen Sie auch, welche Sprache habe ich überhaupt zum Präsentieren? Schauen Sie aber auch, wenn Sie sich Ihre Zielgruppenorientierung anschauen und sagen, naja, ich möchte jetzt mein Auftreten anpassen und das sind alles seriöse Menschen, ich werde einen Anzug anziehen. Wenn Sie eigentlich ein total lockerer Typ sind, der immer nur in Comic-Shirts rumrennt, kann das seltsam wirken. Also achten Sie darauf, dass Sie auch authentisch bleiben, dass Sie selbst bleiben. Es ist total okay, wenn Sie nicht ein perfektes Normbeispiel von einem Wissenschaftler sind, das Sie im Kopf haben, sondern wenn Sie ein echter Mensch sind und wenn Sie irgendwelche Eigenheiten und Persönlichkeitseigenschaften haben. Das ist vollkommen gut und das macht die ganze Sache im Zweifelsfall nur besser, wenn das nicht überhand nimmt. Was Sie, abgesehen von Ihrem Auftreten und abgesehen von Ihrem Vortrag auch noch vorbereiten sollten, ist, wie Sie die Struktur machen. Das heißt, in vielen Fällen präsentieren Sie Ihre Ergebnisse so wie in einem schriftlichen Artikel, dass Sie diesen klaren Aufbau haben. Wir haben das gemacht, das, das, das und so in dieser Reihenfolge. Das kann gut passen. Schauen Sie, ob das für Ihren aktuellen Vortrag angemessen ist, ob Sie vielleicht springen können, ob Sie vielleicht einen kleinen Spoiler geben, um die Leute zu interessieren, ob Sie mit einem Teil der Ergebnisse anfangen und dann schauen, wie kommen wir dahin. Versuchen Sie, eine Geschichte zu erzählen, schauen Sie, dass Sie einen roten Faden dabei haben. Und ganz, ganz wichtig, bei Präsentationen denken die meisten Leute sofort an PowerPoint und der unmittelbare zweite Gedanke bei den meisten Leuten ist dann, oh, das liegt daran, dass PowerPoint einfach ein relativ viel gebrauchtes und auch viel missbrauchtes Medium ist, womit man theoretisch nützliche Dinge tun kann. Das muss aber nicht unbedingt sein. Das bedeutet, nehmen Sie sich bitte mit, wenn Sie irgendwelche Medien verwenden, egal welche, schauen Sie, dass die einen Mehrwert haben. Benutzen Sie nicht Medien um der Medien willen. Machen Sie nicht irgendeine fancy Videopräsentation, wenn es keinen praktischen Mehrwert hat, einfach nur um zu zeigen, hey, wir haben Video, sondern schauen Sie wirklich, bringt es etwas, was Sie zeigen? Bringt dieses Bild etwas? Bringt diese Animation etwas? Hilft das den Leuten, das zu verstehen, was sie hören? Hilft es den Leuten, sich das zu merken, was sie hören? Dann sind Medien sinnvoll eingesetzt. Und weil das ein relativ wichtiges Thema ist, gibt es unten im Bonusmaterialbereich noch ein ganz kurzes Bonusvideo zum Thema Tod durch PowerPoint. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ich danke Ihnen für die Teilnahme an diesem Kurs. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt. Ich wünsche Ihnen alles Gute in der Wissenschaft. Wissenschaft ist großartig. Helfen Sie mit, das weiterzutun. Alles Gute, auf Wiedersehen.